Dann lass mal hier Bücher. Die Sagemumsehene Mondbogen von Meister E.L. Beuth. Sehanine Mondbogen ist die elfische Göttin des Mondes oder besser des Vollmondes. Sie herrscht über Weissagungen, Omen und subtile Magie und schützt vor Wahnsinn. Sie bewacht den Schlaf der Elfen, damit ihnen nicht zustößt, während sie träumen, und schickt ihnen Omen, um sie vor drohenden Gefahren zu schützen. Sehanine wacht über den Umla was? Über den Übergang der elfischen Geister aus dieser Welt und ist die Schutzgöttin der Toten. Sehanine wird abwechselnd als Gattin und als Tochter Korrelons bezeichnet. Sie ist die höchste Gottin im Pantheon der Elfen. Man erzählt sich, dass ihre Tränen, die als Zeichen der mythischen Kräfte des Mondes angesehen werden, mit Korrelons Blut vermischt und so die elfische Rasse erschaffen wurde. Ja, das haben wir ja in der nordischen Mythologie auch einige Male, dass sich da die Erzählungen widersprechen, wer jetzt denn der Gott, der Sohn, der Vater oder der Bruder oder der Cousin oder die Tante, Tochter, Mutter, Schwibschwager oder Schoßhund von wem anders war. Ökologie des Einhorns. Einhörner sind Pflanzenfresser, die sich von zarten Blättern und Gras ernähren. Ihre einzigen Feinde sind die Greife und solche Wesen, die Wälder verwüsten, vor allem rote Drachen und Orks. Wie ein Einhörner werden ist nicht eindeutig geklärt, doch vermutlich leben sie über 1000 Jahre. Angeblich bewahren sie ihre Jugend bis wenige Wochen vor dem Tod. Das Geheimnis dieser Langlebigkeit liegt in der starken magischen Natur des Horns. Einhörner werden gern wegen ihrer Hörner gejagt, da diese als Allheilmittel gegen jede Art von Gift eingesetzt werden können. Mysal-Theorie? Ach so, ja, das haben wir ja schon. Mysal-Theorie. Soll man eher nehmen. Die Sage um Korrelon Loretian von Meister E.L. Beuth. Nach der Sage wurde zwischen Korrelon und Grumsch viele große Schlachten geschlagen. Das Blut, das Korrelon dabei vergoss, vermischte sich mit den Tränen der Sehanine. Aus seinem Blut und ihren Tränen wurden die Seldarin, Korrelons Kinder, geboren. Korrelon verkörpert die höchsten Werte der Elfentradition, von den musischen Aspekten der Kunst und Poesie bis hin zu konkreteren Bereichen wie Krieg und Magie, wird von allen Angehörigen des schönen Volkes verehrt, außer von den Drow. Es wird erzählt, dass Korrelon in Sorge um seine Schöpfung durch die Elfenlande wandern, sein Volk beobachten und es verteidigen werde. Die Sage um Sevarasch, Meister E.L. Beuth. Sevarasch verkörpert den Hass des schönen Volkes auf die Drow. Der elfische Gott der Rache und der Feldzüge wird von allen Elfen und Halbelfen verehrt, die ihre geliebten Verwandten und Bekannten durch Gewalt verloren haben und nach Rache an den Drow dürsten. Dazu gehören insbesondere diejenigen, die geschworen haben, die Spinnenkönigin und die anderen bösen Götter der Dunkelelfen zu vernichten. Einige elfische Theologen vermuten, dass Sevarasch die Bitterkeit und den Hass sammelte, von denen die elfische Rasse seit den Kriegen der Krone zerfressen werden, um zu verhindern, dass das Böse der Spinnenkönigin auf die ganze elfische Bevölkerung übergreift. Elames Compendium von Elames. Dies ist ein technisches Buch, das Skizzen verschiedener magischer Artefakte enthält. Außerdem werden darin verschiedene Pläne und Prozesse erläutert, die der elfische Zauberer Elames und der Zwergenschnitt Karador in der Zeit der Zusammenarbeit beider Rassen verwendet haben. Verehrung in der Hand der Seldarin von den Naini. Die Elfen der Hand setzten sich unermüdlich für das Bündnis ein. Zwar widmeten sie sich auch ihrer Arbeit, doch in jedem freien Augenblick verehrten sie ihre elfischen Götter. Im Salonor-Turm wurden ein Schreiben errichtet, wo wir Elfen in unserer knapp bemessenen Zeit unsere Götter verehren konnten. An einem Ende dieser Ebene liegt ein wunderschöner Blumengarten. In diesem Garten pflückten die Elfen Blumen, gingen zur Statue des Gottes, dem sie ihre Ehre erweisen wollten, legten die Blumen vor die Statue und beteten so lange, wie es ihnen ihre Zeit erlaubte. Die Sage um die Klingensänger von Meccomb und Pryor. Ja, okay. Die Klingensänger sind eine Eliteeinheit der elfischen Kämpfermagier. Sie haben sich der Verteidigung der elfischen Nation verschrieben und viele scheuen nicht einmal den Weg zurück nach Faerûn, um den Elfen zu helfen, die dort geblieben sind oder noch vor dem Rückzug stehen. Die Klingensänger sind extrem gute Waffenexperten und Zaubersprecher. In Immerdar sind sie in kleine Kriegerlogen eingeteilt, von denen jeder auf eine bestimmte Waffe spezialisiert ist.
Sie kennen sich noch besser mit alten Trachten und Kleidungsvorschriften aus als andere Silberelfen. Oftmals tätowieren sie sich alte Runen-Symbole auf ihre Körper und alle ihre Rüstungen und Waffen sind von großem antiquarischem Wert und hoher Qualität. Okay. Steinfresser sind sie nicht. Anders als gemeinhin angenommen, ernähren sich unsere Zwergenfreunde nicht von Dreck und Stein. Ich wurde vor kurzem zu ihrer wunderbaren Festung Dorntief eingeladen. Beim Betreten dieses Wunderwerks der Architektur in einem der schönsten Wälder des Nordens hatte ich mich darauf fast gemacht, von Kopf bis Fuß mit dem Staub eines Untertagebaus bedeckt zu werden, was eines Hochelfens meiner Statur unwürdig ist. Doch zu meinem Erstaunen fand ich genau den Gegenteil von dem vor, was ich erwartet hatte. Unsere Zwergenfreunde führten mich durch die Festung und erläuterten mir jedes einzelne Stück in größter Ausführlichkeit. Ich lächelte. Es beeindruckte mich, dass eine der niederen Rassen ein so großartiges Werk vollbringen könnte. Natürlich sind die Werke der Zwerge nicht mit dem vergleichbar, wozu unsere elfischen Meister fähig sind, aber mein Besuch in der Festung war nicht der richtige Zeitpunkt, sie auf ihren Kunstfehler aufmerksam zu machen. Ach ja, zum Glück haben wir gar keinen Stock im Arsch. Eieiei. Oh, ich bin... Wir Elfen sind so viel besser. Boah. Ja, okay. Verkauf mal. Den Rest habe ich schon weg, ne? Und er hat noch die Metalltheorie, die ich sowieso nicht verkaufen kann. Hat er überhaupt noch irgendwas außer Bolzen plus 2, Feuerkugeln plus 2? Du kannst mal noch ein paar Feuerkugeln kaufen. Ah, ne. Okay, das waren die letzten. Schade. Der Elendsbote gegen Elfen. Wenn ich jetzt nach Dings komme, kriege ich bestimmt Waffen gegen Zwerge. Ah, da ist okay. Muss man erst mal überlegen, ob ich das benutze. Okay. Ja, gut. Was ist das? Filter der Reinigung, Mamas Tee. Okay. Ja, dann hätte ich zumindest mal alles schon mal verkauft. Wo war... Der war das, ne? Ja, der war's. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal nach Dorntief bringen. Krächz, Knack, Streck. So, und noch mal eins hoch. Und hier rüber. Ja, genau. Zum Glück ist die Wegfindung so intelligent. Hat man schon so viele Wegfindungspunkte eingetragen in der Config, aber nein. Moment, kann ich nochmal mit ihm reden? Hallo? Hallo? Ne, kann ich nicht. Okay. Gut. Tja. Ja. Dann machen wir uns doch mal auf. Hallo, Nachel. Ihr seid zurückgekommen. Ja. Ja. Bringt uns nach dran. Vorräte in Kuldaharz bringt überhaupt nichts. Also in Kuldaharz sind wirklich groß Vorräte, die mir überhaupt irgendwas bringen. Vielleicht noch einen oder anderen Heilzauber, aber davon haben wir echt nicht zu wenig. Also das Problem ist ja meistens eher, dass ich so schnell, so heftig auf die Fresse kriege oder festgezaubert bin, dass ich meine Heilzauber, die ich habe, gar nicht mehr zum Einsatz bringen kann. Lache, bringt uns nach Dorntief. Ich schätze, wir sehen uns gleich nach einem Kapitelvideo. Die Weissagung des Herzsteins hatte endlich die Quelle des Bösen in den Bergen enthüllt. Vor ihnen lag nun drohend der einsame Berggipfel, in dem sich die Zwergenfestung von Dorntief befand.
Larrels Warnung von Zwergenverrat und Hinterlist bedenkend, hielten die Helden ihre Waffen griffbereit und gingen zum Eingang der Höhle. Und was immer sie dahinter erwartete. Ja, das war ein überragend beeindruckendes Video. Das war doch ein bisschen unterwältigend. Stehen geblieben. Neo-Orok, seid gegrüßt. Ihr habt ungefragt Orok-Gebiet betreten. Das war nicht meine Absicht, dann gehe ich wieder nach und. Das war nicht meine Absicht. Das ist egal, ihr sterbt jetzt. Das werden wir sehen. Was nur gegen euch, haha. Ja, ne, da kommen gleich noch fünf andere. Moment. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ja, sage ich doch, da kommen doch gleich noch fünf mehr. Ah, ja. Was haben die? Hässliche Streitäxte oder was? Oh ja, toll. Einfache Schwerter. Ja, sag ich doch, die Zwerge werden wahrscheinlich überfallen worden sein und deswegen die Waffen hergegeben haben. Also, im Sinne von hergegeben, ne? Sprich, man hat sie erschlagen, sie ihn abgenommen. Wie ich es ja vermutet hatte. Ja, komm. Splotz. Neo-Orok-Gulasch. Jemand Neo-Orok-Gulasch? Nein? Nicht? Was ist denn da hin? Ah, okay, ja, Moment. Komm mal. Kommt mal hier. Was? Das? Je größer sie sind. Ach, dieser Spruch nervt. Je größer sie sind, umso desto. Weil. Warum? Achso, das ist. Ach, hier ist Eingang. Das dachte ich gerade, hier geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Nee, okay. Ja, okay. Ich speichere mal kurz. Ja, Quick Save. Dass wir gleich laden können. So, ihr habt 16 Stunden geruht. Wunderbar, okay. Die Orks sind auch schon verwest. Was sind das? Die riesen Zwergenhöhlen, da hast du einen kleinen Eingang hier. Aha. Was ist das denn? Was ist das denn? Sind das Pilze? Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Blauer Mykonid, unverletzt. Ja, kommt mal hier hoch, oder? Bitte? Ein bisschen Blitz und Feuer bringt sicherlich ein wenig Schwung in die Sache. Was sind das Dinger? Riesige humanoide Pilze. Ha. Okay. Das ist ja. Oh, hier oben kann man auch lang. Ja, dann gehen wir doch mal hier oben lang. Mhm. Wenn ich hier erstmal die Höhle umrunden kann und gucken, wo wir hin müssen. Moment. Kriege ich dich da unten? Ja, ich krieg dich da unten. Mhm. So. Ja. Mhm. Aha. Sie wollten es so. Ich habe es ganz deutlich gehört, dass sie drum gebeten haben. Oh Jesus, wie riesig ist das Ding denn hier? Hä? Aus diesem Gebäude entweicht was eine große Hitze.
Oh, hallo. So viel zur sanften Tour. Mhm, okay. Ja, interessant. Aha. Kann man da rein? Ja, da kann man rein. Aber... Wow, wow, wie riesig ist die Karte denn hier? Oi, 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 oi. Hier kommt man nicht rüber, ne, hier kommen wir auch nicht weiter. Aha, hier geht's aber weiter irgendwo. Da unten geht's auch irgendwo weiter. Wir kommen aber mal nochmal hier vor. Moment, 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 wo seid ihr denn? Ah! Okay, wo kommen die denn jetzt her? Hallo? Ach, ja. Nein, alle zusammen hier. Alles klar, wo auch immer die jetzt herkamen. Sollte wohl dabei bleiben. Na, dann kommen wir mal hierher. Diese Mykoniden sind jetzt nicht so... Ja, hallo? Läuft schon mal bitte weiter? Also manchmal nehmen sie sich echt wie Hirn amputiert. Wenn es ums Laufen geht, ne? Möge die Macht dich auseinanderreißen! Ich werde dich töten! Was hat er denn? Nein, abbrechen. Ja, grasend. Okay. Ich hoffe, das wird kein Problem. Wo geht's denn hier drüben hin? Runter. Runter, 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 runter. Mhm. Das wird ein großes Gebiet. Wir gehen mal hier am Rand lang. Je größer sie sind! Das sind irgendwelche komischen Sporen, die da schießen, oder was? Oh, ein Ettin. Auf sie mit Gefolge. Das ging schnell. Aha. 2250 EP. Ja, kommt mal her. Sieh dich vor. Oh. Ja, greif dir mal bitte weiter an. Gegen mich. Doch, mit mir kannst du dich nicht messen. Sie hat keine Pfeile mehr, sehe ich gerade. Sie hat Moment. Du ihr mal die an die schwachen Gegner da verschwende ich jetzt nicht hier die Dingspfeile. Plus zwei Handpfeile. Ja, sie kann sich mal ein bisschen heilen. Und du kannst sie auch mal ein bisschen heilen. Achso, Pause. Ich schlag dich in Stecker. Da ist wohl wer rasend. Ach so, am Sturm. Danke. K-
Komm schon dann mal zu den anderen. Oder wollte ich jetzt stehen bleiben? Aha, hier geht's weiter. Nee, da wollen wir aber noch nicht hin. Da geht's wohl. Geht's da zu den Zwergen oder was? Kommt mal hier hin. Interessant, interessant. Ein ziemlich groß. Was? Kommt der her? Kommt denn der jetzt her? Okay, hier in den Höhlen muss man definitiv aufpassen, wo man hinläuft. Plötzlich sind hinter einem Gegner, wo auch immer die dann herkam. Aha, ein, keine Ahnung, Mosaik oder so. Na komm, ihr kriegt den Edding doch wohl platt. Gut. Noch mehr Mosaike. Ja, okay. Mhm. Ja, komm mal her. Ein bisschen Blitz und Feuer bringt sicherlich ein wenig Schwung in die Sache. Spür meinen Stachel! Mhm. Aha! Werbefolgen wahrer Macht! Da ging's auch noch irgendwo runter, oder was? Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Okay, da ging's nicht weiter jetzt. Da auch nicht. Da ging's. Ah! Doch, so rum geht's weiter. Aber hier... Ne, okay. Aha, aha, aha. Ah! Okay. Oh ja. Moment. Du darfst mal hier. Zack. Okay. Puh. Eieiei. Auf jeden Fall mal schlafen. Mhm. Schade, keine Beschreibung zum Elf und zum Zwerg. Sieht aber eher aus wie ein Mensch. Schlecht proportionierter Elf. Aha. Dann laufe ich nur hier außen rum dann. Okay. Da war ich aber auch schon. Komme ich eigentlich hier irgendwie hin? Nee, komm ich nicht. Okay. Dann können wir wieder hier. Eine Brücke. Aha. Aha. Die untersuchen wir gleich mal auf Fallen. Nein, wir klauen die Brücke, wir untersuchen sie. Aha.
Okay, ich würde sagen, das ist dann tatsächlich die Zwergenfestung. Und das andere, was wir da sehen, sind wahrscheinlich irgendwelche Mikro-Dingensbummens-Höhlen. Mikrolysen. Mikrolyten. Mikroschlüten. Blüten. Flüten. Was ist da unten eigentlich? Ein Abgrund. Oh, eine kaputte. Eine eingestürzte Brücke, die tief im Abgrund unter der jetzigen Brücke liegt. Aha. Ach, das war mal eine richtige Brücke und da oben ist jetzt eine Seilbrücke. Ach halt, Moment, bevor ich hier rumscroll ewig. Ich will mal hier hin. Okay. Gehen wir doch mal da rein. Was ist denn da? Ochse! Moment. Mach du mal einen Feuerball auf den hier. Mhm. Pfeile, Pfeile. Wahrscheinlich noch mal Pfeile. Ja, okay. Ja, gut. Aha, ein Buch. Ach so, Metalltheorie, ja. Klar. Schlaue Schlumpf. Okay, das war das. Ohne einen Kratzer überstanden. Oh, gut. Kommt mal bitte hier hoch. Ach. Ja. New Orks. Sieh dich vor! Ah, die sind schon ein bisschen härter drauf. Neo-Orok, Neo-Orok-Richter, Neo-Orok-Rächer. Mhm. Die haben nix außer große Schwerter. Wow. Die waren ja sehr, wow, beeindruckend. Muss man ja mal sagen. Immerhin haben sie es geschafft, den Kleriker ein bisschen zu... Ach, schlafen wir mal kurz. Ja, nix als Schwerter. Gut. Dann gehen wir mal hier rüber zum Hitzepilz, oder auch immer es sein soll. Warum? In aller drei Teufelsnamen, warum? Oh. Die Wegfindung ist ja so abgefuckt, als das ist unglaublich, wie dumm die Wegfindung als ist. Ah.